Was ist ein Zinshaus? Was ist ein Rentenhaus? Also Anlageimmobilien, damit meine ich jetzt Eigentumswohnungen zur Anlage. Zinshaus ist ein großes oder Mehrfamilienhaus, 4, 5, 6, 7 Einheiten oder mehr. Und die heißen in Hamburg Zinshaus, weil sie einen Zins abwerfen. Was heute auch kaum noch jemand weiß, du zahlst einen Mietzins. Deswegen spricht man bei solchen Häusern von einem Zinshaus. Die Miete ist ein Mietzins, so hieß das ursprünglich. Das ist der Gewinn, den du erzielst. Nein. Also, wir machen das mal eben. Das ist ein Mehrfamilienhaus, okay? So, 8 Wohnungen, okay? So, dann war das traditionell so, dass früher Handwerker, also vor 100, 120 Jahren, die haben sich ein Rentenhaus gebaut. Rentenhaus. So. Und dann haben die Folgendes gemacht. Dann haben die hier, erster Stock, sind die selbst eingezogen, Eigennutz. Und die haben sie vermietet, die haben sie vermietet, die. Ja, manchmal waren hier noch Kleinstgewerbe, so gerade so Harvesthude, da waren Schneider drin, eine Bäckerei. Und dann konnten die, das mussten die damals auch finanzieren, die hatten das auch nicht, Cash. Und dann konnten die aber aus den Mieterträgen, aus den Mietzinsen, die gezahlt wurden, konnten die das Haus abbezahlen und kostenlos da selbst wohnen. Deswegen spricht man hier von einem Zinshaus. Ja, das heißt, da wird monatlich, kriegst du deinen Mietzins rein. Jetzt die Frage beantwortet und klar? Ja? Okay. Noch jemand Fragen dazu? Nicht wie die üblichen trockenen Seminare. Sehr oft.